So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge stupides Abbauen von den immer gleichen Sachen. Es langweilt mich. ja, vor allem, weil es jetzt groß ist, ist halt schwer zu sehen. Ach, da hinten, wo man überhaupt aufgehört hat. Müssen wir bald schon mit Leuchtfackelmarkierungen arbeiten hier, wenn es so weitergeht. Ich glaube, diese Technik-Mod verlangt zu viel von meinem Rechner. Habe ich gar nicht verstehen, warum wir da so. Ich meine. Besonders hohe CPU-Auslastung entsteht dadurch eigentlich nicht. CPU-Belastung ist generell bei. Achso, ich weiß gar nicht, wie viel Kerne der hat. Wartet mal kurz. Ich will mal kurz nebenbei mal einen Taskmanager laufen lassen auf meinem Laptop. Mal gucken, ob der da irgendwie hochspiked oder so. Würde mich halt schon hart interessieren. So. Also der höchste Prozess hat 20% CPU-Auslastung. Und das ist tatsächlich mein Klon. Wenn ich das hier abbaue. Ah ne, CPU-Auslastung geht überhaupt nicht hoch. Nö. Also die höchste Auslastung, die ein Prozess hat, sind 30%. Ist also weit davon entfernt, irgendwie ausgelastet zu sein. Arbeitsspeicher ist halt auch so komplett im grünen Bereich. Ausgelagert oder so wird gar nichts. SSD ist auch weit im grünen Bereich. Also ich weiß nicht, warum man hier ab und zu so stockert. Das muss also wirklich direkt in meinen Test irgendwie... Entweder an der Netzwerkverbindung, ich arbeite über WLAN. Kann ja sein. Oder... dass meine Akkus leer sind. Scheiße. Und dass ich voll bin. Scheiße. Oh. Chrom passt nicht mehr rein. Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir müssen langsam Chrom wegbringen. Ach, scheiße. Ich wollte Chrom, kein Gestein. Weg. Okay, mehr Chrom habe ich nicht verschwendet. War bloß ein bisschen. Na gut, hätte ich mir das Glas sparen können. Egal. Nein, tschüss. Blablabla. Kommt jetzt nach? Nö. Das ist ja witzig. Renne mit dir. Zum Glück haben die keine Abnutzung. Die brauchst du wirklich bloß aufladen, ansonsten halten die wirklich für die Ewigkeit. Vielleicht ein bisschen Overkill, ja? Aber gut, wenn man bedenkt, wie lange die mit einer LV-Anlage zum Laden brauchen, da brauchst du wirklich schon eine HV-Anlage, dass du überhaupt Bock hast, die zu benutzen. Also, stark zu benutzen. So, dann bringen wir mal davon den ersten Block mal weg. Haben wir wieder schön viele Mineralien. Sehr geil. Achso, ja, genau, auf weg. Hä? Habe ich das Blech schon weggepackt? Ja, doch, ist überall 99. Ja, ne. So. Da sieht schon besser aus.
So. Auf die nächste Runde. Digga, die laden halt so schnell, ne? Ich brauche bloß ein bisschen was machen, schon sind die Dinger fertig mit dem Laden. So, wo war ich auch vorher aufgehört? Hier, da. So, dann wird's wieder Fackelzeit. Ihr wisst ja, da fackel ich nicht lange. Was halt auch so ein super geiles Easter Egg wäre, dass die Fackeln in der Nähe von Uran so grün leuchten würden, statt weiß. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das gerade total lustig vor. Das wäre halt so funny. Und wie gesagt, schönes Easter Egg. Ne, obwohl Easter Egg nicht wirklich. Hat ja nichts mit anderen Spielen zu tun oder so. Aber ein schönes Detail. Lustiges Detail. Ja, okay, es wäre einfach nur dumm. Ich weiß, hab verstanden. Keiner mag mich. Aber ihr habt ja recht. Ich mag mich selber auch nicht. So, wo wir jetzt anfangen? Wo ist Ende? Da hinten war das Ende. Oh, eine Maus. Hä? Du warst einfach vom Ende. Ah, nee. War ja gar nicht. Gut, da fange ich hinten an. Hier, wo es schon so komisch reingeht. Weil ich einfach zu weit gebaut habe. Ich Depo. Wieder leer. Kupfer. Das ist mittlerweile ein echt großes Gebiet. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das noch größer zu machen. Ich sehe, wie viel Uran haben wir eigentlich mittlerweile? Oh, 150. Also wir könnten jetzt sogar schon unser erstes, nächstes, wenn meine Berichtung richtig sind, meine Kopfgehirnprozesse, wenn wir sogar schon anfangen, die nächsten Dinger zu machen. Lol. Das ist natürlich super stylisch. So. Dankeschön. Dankeschön.
Let's go. Ich erst mal gucken muss, was weitergeht. Das ist so dumm. Ah. Ja, die Decke ist wirklich echt blank. Ne? Auf dem Boden ist halt massenhaft Mineralien. Aber so eine Decke, also jetzt abgesehen davon, dass da kein Uran ist, ist da auch so kaum was, ne? Also da mal ein bisschen Eisen, da mal ein bisschen, was ist denn da los? Bye bye, Smetbo. Have a great time. Ne? Also abgesehen davon halt, ist halt hier unten halt viel mehr als hier oben. Das scheint also allgemein halt so eine Fläche zu sein, wo viele Sachen höhere Wahrscheinlichkeiten haben. Und ich dachte aber, die Grenze ist bei 256 so. Oh, Akku leer. Ich muss mal ganz kurz was probieren. Warte mal kurz. Ja, ich glaube nämlich, das ist, mein WLAN-Chip, der hier so Macken macht. Liegt gar nicht am Laptop oder am mein Test, sondern. Warte mal kurz. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt besser geht. Ja, Akku leer. So. Geht nämlich nicht. Das habe ich nämlich bei mir in Live-Feed, wo ich genau die Pingzeit als Laufdiagramm sehe zu meinem Laptop. Und da habe ich teilweise, läuft wunderbar. Gut, vielleicht kann man das im Video gut zeigen. Wahrscheinlich nicht. Hier so ab und zu. Mal kurz hier. Vielleicht geht's so. Da sieht man, ne? Jetzt geht's gut. Und jetzt sind Sprünge drin. Jetzt geht's wieder gut. Und Sprünge drin. Also irgendwie scheint da mein WLAN-Chip Probleme zu haben gerade. Ah, jetzt geht's wieder wunderbar. Sehr suspekt. Sehr, sehr suspekt. So, weiter. Also, aufladen. Wäre die gekotzt, hätte nicht schon fertig sein können. Irgendwas gleiche hier. Schon wieder 23% voll. 44.000. Ja, moin. Uiuiui. Das ist natürlich heftig. Hat er natürlich richtig heftig. Ja. Na, ich glaube, ich mache jetzt noch diese Folge und dann wahrscheinlich noch nächste Folge. Mal gucken. Ja, nächste Folge vielleicht auch noch. Und dann soll es erstmal reichen. Ich meine, wir haben jetzt schon über 150 Uran oder so. Das ist ja.
Ich meine, gut, wir bekommen dabei auch gleich andere Rohstoffe hier. Aber wenn wir jetzt speziell nach denen suchen wollen, dann wäre es halt sinnvoller, wesentlich tiefer zu kramen. Also bei unseren großen Höhlen halt, ne? So minus 1000 und so weiter. Und nicht hier oben, irgendwo bei minus 200, da ist halt gar nichts. So. Dort sieht gut aus. Let's go. Aber wie gesagt, die beiden Folgen jetzt, also die jetzt und die nächste Folge, werde ich auf jeden Fall noch durchziehen. Und dann mal schauen. Okay, wir kommen langsam im Bereich von Höhlen. Habe ich sowieso gewundert, wie im gesamten Gebiet keine einzige Höhle sein kann. Also, bisher waren wir da echt lucky, was das angeht. So, jetzt muss ich mal was überlegen. Ja, alles richtig. Und gleich wieder alle. Wie schnell das geht. Aber hier sind wir jetzt relativ nah an dem Ding. Okay, also leider ist es wirklich schon sehr groß. Ich glaube, wir sollten langsam aber sicher aufhören. Ah, ich weiß ja nicht. Das ist schon heftig groß. Dennoch lieber anfangen, langsam in die Tiefe zu bauen. Vor allem, sonst wird es auch bald der Bereich, den ich protecten muss, zu groß. Ist ja kein Kavaliersdelikt mehr hier. Hei, hei, hei. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich überlege gerade mit diesem Construction-Ding da von der Pipework, wie ich es damals gemacht hatte. Ich war mir sicher, dass ich da irgendwie Motoren hatte oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen ich das Konstrukt dann angetrieben habe. Und dass die Schleifdinger auch anders aussahen. Also da haut irgendwie alles nicht hin. Warum ist das hier offen? War schon immer so? Lol. Ja. Irgendwie sehr suspekt. So, ich mache jetzt hier nochmal die Reihe durch und dann mache ich nochmal einmal Fackeln drumherum. Wobei ich nicht glaube, dass unsere Fackeln dafür ausreichen. Und dann fangen wir mal lieber an, langsam in die Tiefe zu gehen.
Weil, seien wir mal ehrlich, das sind wir langsam echt groß. So, hier muss noch eine Reihe weg. Hier müssen wir jetzt aufpassen. 1, 2, 3. So. Jetzt, wie gesagt, einmal nochmal eine Fackelreihe drumherum und dann soll es gewesen sein. Und dann fangen wir wieder von innen an, weiter auszuleuchten. Weiter abzubauen. Aber halt auf die nächste Etage. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, eine Runde zu drehen, aber das halt hier einfach schon ewig. Wie wir in so kurzer Zeit eine so riesige Höhle ausbauen konnten, das ist schon echt krank. Ah, das ist schon echt krass. Oh, und die Fackeln sind alle. Und wir kriegen Schmerzen. Entweder wegen Hunger oder wegen Uran oder wegen beidem. Holz, das er ja direkt anlächelt dort. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Da Fackeln wird nicht lang. Da Fackel. Achso, gut, jetzt. Aus Ende. Wie viele rum überhaupt? Ein paar. Oh. Ne, jo, das war ja. Super intelligent. Super intelligent. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Böses Uran. Boah, Alter, ich könnte hier halt ewig in die Länge weiterbauen, ne? Ich könnte hier ewig Fackeln abbauen, Uran abbauen. Aber sowas kannst du natürlich nicht als Let's Play bringen. Da pennt ihr mir ja komplett weg. So, alles schon ausgeleuchtet. Achso, siehst du, das fällt mir auf, ein... Und unser Dingsabonster da, hier der zwei gelbe Ding da, das schwebt dann ja auch bald in der Luft, wenn ich jetzt hier anfange, die nächste Ebene abzubauen. Vor allen Dingen sehe ich gerade, die nächste Ebene ist doch da komplett hohl drunter. Uha. Ja, das läuft ja gut. Das läuft ja aber erschissen. Achso, sind auch nur zwei rein. Noch mehr. Okay. Muss ich also erstmal von hier aufbohren und dann gucken, wie ich da lang komme. Ja, that's a good question. Ah, super. Ach, leck mich doch. Die Leiter steht einfach hier so wie eine 1, einfach so ohne irgendwas. Und Kupfer! Kupfer! So. Ja, irgendwie so. Verdammt! I hate you!
So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da oben rauf? Und warum bin ich wieder voll? Fragen über Fragen. Hallo, 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 Roffel. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ich meine, eigentlich, actually, könnte ich jetzt erstmal nach Home. Bin von hier aus per TravelNet. Wie ist das mit TravelNet? So. Bin ich jetzt schon wieder hier oben drauf? Ist doch schon mal was. Hier müssen wir nur gucken. So, hier habe ich einmal reingeschnitten. Eins, zwei, drei. Ja, und schon fallen nämlich die Wackeln runter. Hallo? 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 Achso, Akku leer. Scheiße. So, du kommst jetzt mal ganz kurz runter. An die entfernen. Mein Inventar ist natürlich voll. Sehr geil. Der kommt kurz weg. Und du kommst weg. Und du kommst weg. Danke. So, und du kommst jetzt nach da. Schön auf den Sand. Super geile Idee. Freut mir. Speichern. Und Home. So. Aktualisiert. Sehr schön. Du da rein. Du da rein. So, du kommst nach da oben. Hey. Jetzt weiß ich, warum mein Test heißt. Das ist ja hier. Puh, Mann, da könnte man sich ja jahrelang drin verlieren. Was? Achso. Gut, ich meine, privat würde ich dann wahrscheinlich mehr Zeit investieren, mehr von diesen Batterien zu bauen und mehr von diesen Bohrern zu bauen, sodass ich hier einfach die gesamte Leiste voll von Bohrern habe und dann einfach immer gib ihm, bis der Arzt kommt. Auf Fackeln würde ich dann wahrscheinlich auch scheißen, dann würde ich einfach meinen Bildschirmgammawert hochdrehen und dann gib ihm. Kann man natürlich alles im Let's Play nicht bringen. Nicht wirklich. Ich meine, vom Gamma-Wert hättet ihr ja sowieso nichts, ne? Weil dadurch, dass ja das Abgreifen des Bildes in der Grafikpipeline vor dem Anwenden des Gamma-Wertes kommt, seht ihr den Gamma-Wert sowieso nicht. Das heißt, bei euch bleibt es gleich, egal ob ich jetzt bei mir den Gamma-Wert auf 10 habe oder nicht. Das Einzige, wo ihr es seht, ist, wenn ich jetzt hier, mal kurz, ich mach mal ganz kurz hier. X, Gamma, so damit ihr auch seht, was ich sehe. Mal schön groß machen. Kann man es lesen? Nee, kann man überhaupt nicht lesen. Ah, gut, dann halt nicht. Machen wir mal so hier. Alter, das sieht aus wie Kacke. Erstmal clear. Dankeschön. So. Und jetzt X, Gamma, Gamma. Eins halt so normal. Und jetzt müsst ihr mal bei euch in hier in der Kamera gucken. Also da, da, da. Wobei, wenn schwarz ist, sieht man eh nicht so viel. Ich mach mal so hier. Ich mach mal. Alter! Ich mach schon wieder viel zu viele Sachen hier. So, jetzt. Achtung! Bumm. Jetzt müsst ihr im Bildschirm also richtig hell sehen. Und andersrum, wenn ich jetzt den Gamma-Wert auf 0,1 schalte, bumm, ist es halt nur noch schwarz. Ne? Das hier ist für mich weiß, weil das halt weiß ist. Da kann halt Gamma nicht viel ändern. Aber halt alles, was so, ne? Hier ist halt komplett nur noch schwarz bei mir. Wie ihr hier selber hier auch seht. Man sieht halt hier gar nichts mehr. Selbst meine Hand ist für mich schwarz. Also, das ist halt krank. Aber wie gesagt, davon seht ihr halt gar nichts. So, jetzt ist wieder ein Gamma auf 1. Jetzt sieht wieder alles normal aus. Ja.
Von daher, wie gesagt, würde Gamma für euch eh nichts bringen. Deswegen nutze ich auch kein Gamma, um es für euch heller zu machen. Weil, ne, für euch wäre es natürlich, gerade wenn ihr das Video irgendwie am Tage schaut, unterwegs mit dem Handy, während die Sonne auf euer Handy brennt, wäre es natürlich günstiger für euch, wenn es natürlich ein bisschen heller wäre. Aber dann müsste ich in-game den Gamma-Wert verändern. Dann würdet ihr es sehen, weil das dann in der Grafik-Pipeline vor dem Abgreifen kommt des Videos. Also Abgreifen des Bildes. Aber ja, wie gesagt, dann gute Frage, wäre es so dumm? Ja, Problem ist halt, das kann ich halt nicht so schön, da muss ich halt immer in die Einstellungsseite gehen. Das heißt, wenn es dann Ingame-Tag wird, muss ich dann erstmal aus dem Spiel raus, in die Einstellungsseite, kann man vielleicht wieder auf normal stellen und so weiter und so fort. Ist halt nicht so leicht mit Tastenpurzeln machbar wie systemweiter Gamma. Weil systemweiten Gamma einzurichten mit Tastenkürzel ist halt super leicht in KDE. Aber in-game, ja, da muss das Spiel halt diese Option bieten. Und das bietet mein Test, soweit ich weiß, nicht. Guckt euch die ganzen Steine hier an, die alle rumliegen. Tja, ich müsste hier unten unter die ganzen Fackeln aufstellen, ne? Man sieht halt einen Scheiß, sieht man hier. Ja genau, muss noch eins. Akku leer. So, und noch eins. Ja. So, und hier ist jetzt Feierabend, heißt, hier muss ich jetzt in die nächste Reihe gehen. So. Und ich sollte vielleicht anfangen, Kerzen aufzustellen. Eigentlich hätte ich das sogar schon in der Reihe machen müssen, ne? Das heißt, ungefähr hier so. Und hier so. War das richtig? Ne, das war komplett falsch. Hier so. Und hier so. Und so, und das, was das Ding hier steht. Ist also doch falsch. Ich bin gerade verwirrt. Ja, stimmt, ist doch falsch. Hey, wieso ist das falsch? Aber. Ich verstehe das nicht. Ja, doch hier. Lego Mio. Hey. Oh mein Gott. So. Ja, da. Ja, mal hin. Da einmal, da einmal Hammer. Und so. Puh. Ja, jetzt reicht natürlich meine Fackel nicht mehr. Eine fehlt. Ernsthaft? Are you kidding me? Are you killing me? Oh mein Gott, Uran. Tschüss, böses Steinmonster, ich bin weg. Ha, es wäre halt auch geil, wenn die Monster durch so Portale folgen würden, ne? Warum bin ich nicht hingegangen? Achso, weil mein Inventar voll ist. Und weil ich Fackeln brauche. Ja, aber gut, das machen wir alles nächste Folge. Von daher. Oh, ich habe gerade die ganze Zeit im Fenster aufgenommen. Na egal, war eh nicht so lang. Von daher. Bis dann.